Willkommen zurück zu Let's Play The Sims 4. Wir sind hier momentan im Haus von Familie Andrena, aber gespielt wird hier die liebe Gina. Denn die liebe Gina, die ist echt hoch, hoch, hoch schwanger. Hier drittes Trimester, also Baby kommt bald. Ja, wir kümmern uns hier noch kurz mal um Klingeling, denn der muss ja auch gefüttert und gestreichelt werden und so weiter. Und mit dem Spielen wollen wir natürlich auch. Das alles muss erledigt werden. Dann könnten wir eigentlich auch nochmal hier um das Tortenbacken kümmern. Könnt ihr gleich nochmal eine Runde klassische Vanille backen. Das wäre nochmal eine schöne Sache, wenn wir das hinkriegen würden. Wir müssen irgendwie darum muss ich auch noch wieder mehr kümmern. Die Pflanze, die habe ich so vernachlässigt in letzter Zeit. So, sie ist auf jeden Fall sehr glücklich. Klingeling ist auch glücklich. Redet hier mit seinem Schwänzchen. Ja, sehr gut, aber nicht die liebe Gina aufessen. Ich wäre sehr, sehr traurig, wenn du die aufessen. Ich wäre so traurig. Ja, wirklich. Gut, sie muss dringend auf Toilette. Ja, kann ich mir gut vorstellen, dass sie auf Toilette muss, denn sie ist ja schwanger. Da muss man immer gerne mal was mehr auf Toilette. Ja, leider haben wir die Schwangerschaft nicht miterlebt. Das tut mir leid. Das war allerdings, dadurch, dass ich beide Familienspiele auch nur schwer möglich, da das zu machen. So, jetzt gucken wir uns mal diese Errungenschaft an, die wir hier in der letzten Folge uns zugelegt haben. Diese wunderschöne Küchenmaschine. Hatte ich komplett nicht mehr auf dem Plan. Ich habe das komplett vergessen. Ja, Weihnachten ist ja vorbei. Leider haben wir Weihnachten bei Familie von Dernhoff nicht miterlebt. Aber das ist halt kein großes Problem, so, wir sehen hier schon, ne? Hier passieren lustige Dinge miteinander. Aber wir sind kochen, glaube ich, Level 2 momentan, Fähigkeiten technisch. Ist da jetzt was passiert? Wieso ist da jetzt nichts passiert? Hä? Na gut, anscheinend nicht. Na gut, so, war sie jetzt auf... Was? Hä? Was passiert da gerade? Wieso? Hä? Okay, Vanilletörtchen, super. Die würde ich sagen, packen wir mal in dein Inventar, wenn ich das darf. Nee, darf ich dich hier rüberpacken? Ich darf... Moment mal. Wieso? Ach, ich kann ja nichts machen. Kann ich die irgendwie im Inventar platzieren? So, hopp, die nehmen wir mit. Jetzt gehen wir noch fix auf Toilette. Und dann gehen wir auch schon nach Hause, denn zu Hause wartet sicherlich unser Mann auf uns. Familie Andrena darf so, Herbie flirtet hier gerade mit seiner Chrissy, die in diesem Kleid echt absolut heiß aussieht. Das ist der Hammer, diese Frau. Ich bin so begeistert, aber Gina mit ihrem roten Kleid. Oh, Gina ist traurig, was ist los? Unwohl, wegen schlechter Umgebung? Wieso ist das hier eine schlechte Umgebung? Ich verstehe das nicht. Hier ist alles sauber, hier ist alles super. Wieso haben die in diesem Bad immer eine schlechte Umgebung? Das ist doch echt für einen Eimer. Naja, okay. Wo ist er eigentlich? Er ist hier draußen im Garten. Ach so. Und labert mit anderen Leuten, unterhält sich hier mit Ute Müller. Ja, schön und gut, aber willst du dich bitte mal um deine Frau kümmern? Komm, wir gehen mal nach Hause. Und auch du darfst mal nach Hause gehen. Wir folgen ihr mal ganz in Ruhe. Denn, ja, da ist ja noch ein Haushalt zu pflegen. Und die Kinderchen sind allein zu Hause und tanzen wahrscheinlich hier auf den Tischen. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Aber er kommt jetzt auch nach Hause, dann haben wir da immerhin schon mal ein Problem weniger. So, wir gehen nach Hause und wir wollen bitte mit ihr spielen, um sich kümmern. Kontrolle auf Gina Wonnenhof umschalten, bitte, danke. Jetzt sehen wir hier wieder einen wunderschönen. Diese Musik ist traumhaft. Boah, draußen wütet immer noch so ein Orkan. Ich war heute in der Nachbarstadt, waren dabei bei dem Fastfood-Restaurant meiner Wahl. Ich will jetzt hier keine Marken nennen. Könnt ihr mal euer Lieblings-Fastfood-Restaurant in die Kommentare schreiben, das wird mich so knorke. Ich finde es immer ein bisschen komisch, wenn Leute auffordern in ihren Projekten und dann so sagen, hey, schreibt es in die Kommentare. Ich meine, ich freue mich wirklich über jeden Kommentar, aber ich möchte, dass ihr Kommentare schreibt, wenn ihr das wollt. Wieso bin ich jetzt gerade auf ihm? Ich will auf Gina. Danke. Gina boxt sich hier durch. Gina boxt sich durch, okay. Sohnemann will gerade in den Pool springen. Oder, was will er hier? Ja, unten schwimmen. Und Kollege sitzt auf dem Klo. Okay, was wollte? Du möchtest gerne etwas malen. Level 5 Kreativität und komm. Das darfst du in deinem Inventar platzieren. Ja, eine Hausfähigkeit Level 2 ist alles super. Gut, dann würde ich sagen, wenn du das in deinem Inventar hast, lieber Christian, ich habe die Namen schon wieder vergessen, ist schon wieder so lange her. Gut, wir zeichnen Formen. Zeichne doch mal Formen. Super. Was haben wir? Ich habe mir ja sagen lassen, dass dies hier ein Schreibtisch sein soll. Jetzt will ich doch mal kurz testen, ob dem wirklich so ist. Ja, es ist ein Schreibtisch. Okay.
Dann packen wir doch mal alles rüber. Das hier. Und was ist das hier? Ist das ein Klorollenhalter? Das ist doch eher, ja, Papierhandtuchspender. Der gehört entweder, der gehört hier hin. Aber wir haben hier auch zu wenig Oberfläche momentan. Kriege ich den hier noch irgendwo mit dabei? Nee. Wenn ich den da hinstelle, haben die Kabel keinen Platz mehr. Das ist der Döf. Komm, ich lasse ihn da stehen. Was ist das hier? Was ist denn das? Teresa Triceratops. Okay. Wegen mir? Na gut. Gut, lass uns weiterlaufen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren Schreibtisch, diesen Hightech mega super Schreibtisch. Dennis Junior hat Motorikfähigkeit wegen Klettergerüst. Auf dem Klettergerüst ist er denn? Hä? Oder weil er schwimmt? Kann das sein? Ja, komm. So, er will Schachspiele spielen. Ich habe keinen Schachtisch. Du bist lustig, Senkrecht Strater, frühreif. Dennis von den Hof. Du bist ein lustiger Kerl. Okay, für die Schule ist alles super. Oh, lag. Was ist hier los? Wieso lag das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bitte, spiel nicht ab. Was ist hier los? Ich brech mal. So, da bin ich wieder. Irgendwie ist das Spiel stehen geblieben. Ich habe es dann aber doch geschafft. Die Aufnahme war, wie ihr seht, ja in Ordnung. Okay, jetzt muss ich aber hier gerade mal eben kurz mich mal wieder zurechtfinden. Wir fangen mit Gina an. Gina geht es eigentlich ganz super. Jobtechnisch möchte sie gerne Logikfähigkeit und Charismafähigkeit lernen. Okay, dann fangen wir an auch mit Charisma. Übt doch mal eine Rede. Dennis, dir geht's nicht ganz so gut, glaube ich. Du möchtest gerne befördert werden und hast hier echt ein Problem. Du musst Gemälde anfertigen. Und zwar dringend, damit du weiter vorankommst. Dann Gemälde verwerfen und weiter Gemälde machen, damit du bald befördert werden kannst. Christian zeichnet solche Formen fortsetzen. Und Dennis möchte gerne hier Schachspiele spielen. Ich habe keinen Schachtisch. Das ist so doof. Was können wir denn noch machen? Du könntest noch... Weil das alles belegt hier. Komm, dann würde ich sagen... Chatroom für Kinder. Im Chatroom für Kinder chatten. Mach doch das mal. Das ist eine gute Idee. Die Bar steht hier noch. Dennis hat das Ding verworfen. Dann... Oh Gott. Wieso kann ich hier gerade nichts zeichnen? Was ist hier los? Wieso kann ich hier gerade nichts machen? Dennis? Hallo? Das ist jetzt blöd. Ist selbst voll im Spiegel beruhigen, okay. Daran kann es liegen, dass er angespannt ist und deshalb nicht zeichnen kann. Ja. Er kann wahrscheinlich deshalb gerade nicht zeichnen, deswegen mache ich jetzt das mal. Okay, Instrument kaufen möchte ich gerne. Haben wir kein Instrument? So, Sohnemann, du hast dein Bild fertig, dann platziere es doch im Inventar. So, und dann zeichnen. So, Fahrzeug. So, worüber hatte ich mich vorhin unterhalten, worüber habe ich vorhin gesprochen? Genau, wir hatten ja darüber gesprochen, hier ist immer noch ziemlicher Sturm. Ich war bei meinem Fastfood-Restaurant meines Vertrauens und dort waren Flaggen aufgehängt von diesem Fastfood-Restaurant. Die waren schon komplett zerrissen von dem Wind. Das war so heftig. So kannst du jetzt wieder zeichnen. Jetzt kannst du wieder zeichnen. Sehr gut. Okay, kleines abstraktes Gemälde, bitte. Auf jeden Fall, das war so krass. Ja, jetzt müssen wir... ich hatte echt Angst, dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Ich bin echt vom Parkplatz runtergefahren. Ich hatte mir das zum Mitnehmen geholt und in dem Auto dann gegessen. Aber das war echt knapp. Ich hätte echt Angst, dass mir da was aufs Auto fällt. Meine Güte. Naja. So, sie ist hier voll mit der Charisma beschäftigt. Die beiden sind auch alle glücklich drauf. Ich muss irgendwo einen Schachtisch herkriegen. Ich brauche mehr Geld. Hier ist nochmal der Tonklumpen, den kann ich immer auf den Tisch legen. Es ist doch blöd, wenn er da steht. Okay, Gina hat Hunger. Machen wir was Neues. Öffnen, haben wir noch was da. Wir haben hier noch einen Tag, eine Stunde. Das ist schon verdorben. Okay, dann wird zuerst der Buntbarsch gegessen. Ja, sie möchte gerne mit jemandem plaudern, Energie geladen werden und für den guten Zweck spenden. Oh, wir haben ja auch noch die Vanillekipferl, wollte ich fast schon sagen. Die stellen wir nochmal hin und packen sie in den Kühlschrank. Haben wir ja von Familie Andrea geklaut, ganz dezent. Ne, wisst ihr? So, was möchte sie hier gerne noch? Sie möchte gerne Kind vorlesen und zehnmal mit Kind Kontakte knüpfen. Das kriegen wir eigentlich auch hin, oder? Kind ist hier gerade fertig, hat hier gerade wieder fertig gezeichnet, im Inventar platzieren. Wie lange dauert es noch, bis die kreative Fähigkeit hier weiterkommst? Gut, du hörst damit mal auf, holst dir was zu essen und dein Sohnemann, der setzt sich mal hier hin, beziehungsweise ihr setzt euch mal hier vor den Fernsehkanal schauen. Schau doch mal den
Kinderkanal. Ja, genau. Gina, schau du mal den Kinderkanal. Und Kanal schauen. Kinderkanal machst du auch mal. Dann könnt ihr euch hier so ein bisschen... Könnt ihr hier ein bisschen miteinander reden. Grimasse schneiden. Und... um Spielzeug betteln. Genau. Mehr Auswahl. Freundlich. Kennenlernen wollen sie natürlich. Dennis Junior kennenlernen möchte gerne ein Instrument spielen. Kann er auf der Geige spielen? Nee, kann nicht, weil es keine Kindergeige ist. Ja, Geige normaler Größe. Okay, Dennis ist selbstsicher, er hat hier ein Bild gemalt. Dann lass es doch mal rahmen und dann verkauf das doch mal an die Kunstgalerie. Bup, und das hat doch, das war ordentlich Geld jetzt. Sehr schön. 75% erledigt. Komm, wir müssen noch mal was zeichnen. Selbstsicheres Gemälde zeichnen. Wir nehmen mal ein Pop-Art-Gemälde in klein. Schauen wir mal, ob das was Vernünftiges wird. Die beiden knüpfen die Kontakte. Sie... Oh, muss dringend auf Toilette. Ganz schlecht. Okay, Gina, beeil dich mal bitte. Hier verwenden. Es ist ja schön, gut, dass du jetzt gerade was isst, aber deine Verdauung spielt wieder verrückt. Oh, um Gottes Willen. Und Energie fehlt dir auch. Die muss dringend ins Bett. Ja. Aber wir knüpfen gerade Kontakt mit dem Kind. Ja, das ist sehr gut. Soziale Interaktion mit Kind. Und Kind vorlesen sollten wir auch mal wieder machen. Kind Nummer 2. Es ist sehr unwohl. Er muss auf Toilette. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier, komm, verwenden. Ist ja nicht so, dass du das nicht darfst. Darfst du doch. Renn doch. Lauf doch. Okay, so schön kann es doch nicht sein. Er ist noch... Okay, danach möchtest du ins Bett. Hier, schlafen bitte. So, Gina räumt auf und geht dann auf die Toilette. Ich hoffe, dass der Sohnemann da dann gleich runter ist schon. Boah, ey, wie lange dauert das? Putzwahn! Ordentliche Pilze verfallen in den Putzwahn. So, okay, dann darfst du gleich mal in den Putzwahn verfallen. Das ist ja geil. Putzwahn, das kann ich noch nicht. Ja, komm, noch. Komm, geh auf Toilette, verwenden. Los, schnell! Schnell, lauf doch! So, er ist gerade kreativ, er möchte aber auch schlafen. Komm, schlaf. Gina, was tust du? Nicht Putzwahn, nicht säubern. Geh auf Toilette! Danach darfst du in den Putzwahn verfallen. Hier. Wieso geht jetzt Putzfahren nicht mehr? Ich möchte putzen mit Elan. Ich wollte eigentlich Putzfahren hier. Training geht gerade nicht. Schnelle Mahlzeit. Schade, ich wäre gerne in den Putzfahren gegangen. Die beiden Kinder schlafen, das ist gut. Mein Schreibtisch leuchtet, das ist auch geil. Der Schreibtisch so leuchtet, das ist schon ziemlich cool. Wir haben jetzt 370 Simoleons. So, er hat sein Gemälde fertig. Ne, er zeichnet noch, oder? Wie geht's dir eigentlich? Mir geht's eigentlich super. Gut. Okay, sie putzt jetzt hier noch eine Runde. Putzwahn, das ist ja mal geil. Weil sie ein ordentlicher Sim ist und so. Ja, unwohl, weil es hier unschön ist. Das kriegen wir aber alles geregelt. Boah, ich bin so froh, dass mir die Aufnahme nicht komplett abgeschmiert ist. Das wäre echt blöd gewesen, weil ich halt das komplette Intro mit von Familie Andrea rüberlaufen und alles hatte. Oh, sie träumt von Liebe. Oh, sie ist so putzwahn. Jawohl, sie möchte gerne von jemandem von Interesse schwärmen. Dann geh doch mal zu deinem Mann hier von Interesse schwärmen. Sie möchte gerne Techtelmechtel mit... Oh, Techtelmechtel ist super. Mehr Auswahl, Romantik. Oh, Baby, so? Baby, Baby, mehr Auswahl. Wo ist das? Da ist das Techtelmechtel. Komm, oh, George. Ihr beide. Aha. Und danach darfst du hier eine Runde schlafen. So, so soll es aussehen. Wir haben jetzt hier das. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir jetzt, die beiden verglühen sich jetzt im Bettchen. Und wir gehen mal kurz in den Baumodus. Ich möchte gucken, was kostet denn ein Schachtisch? Denn einen Schachtisch brauche ich anscheinend unbedingt. Ah, wir gehen unter Aktivitäten und Fähigkeiten hier. Der günstigt 450, kann ich mir noch nicht leisten. Tut mir leid, kleiner Dennis. Oder Christian, Dennis war es, glaube ich. So, ihr beiden. Sehr gut. Trotz Schwangerschaft heißt das nicht, dass ihr nicht ein bisschen im Bettchen rumschmusen könnt. Das geht auch mit dicker Beule im Bauch. Könnte sogar dazu führen, dass das Ganze ein bisschen schneller geht mit der Schwangerschaft. Ich glaube, diese Folge werden wir das Kind nicht mehr kriegen. Aber vielleicht in der nächsten Folge. Wir werden es sehen. Ich muss auch direkt mal wieder ins Hausinventar gucken. Oh, Leute, Leute, Leute. Techtelmechtel in der Schwangerschaft. Oh ja, so geht's hier. Ja, Schwangerschaft ist interessant. Ich habe ja tatsächlich gesehen, wie sie bei Familie Andrea einen Kaffee getrunken hat. Bei der Schwangerschaft soll man ja echt... Ja, die Geister streiten sich. Manche sagen, Kaffee trinken in der Schwangerschaft ist in Ordnung. Andere sagen, nee, geht gar nicht wegen dem Koffein. Ist halt die Frage, was, ob es dem Kind schadet oder nicht oder wie oder wo. Das weiß man halt so nicht genau. So, dann ist wieder da. Also, einmal bitte... Leinwandrahmen und dann an Kunstgalerie verkaufen.
In der Hoffnung, dass wir noch ein bisschen Geld kriegen. Und dann musst du ein bisschen mehr Sport machen, Kollege. Nur 76 Simoleons, schade. Okay, du musst dringend auf die Toilette verwenden. Und hier nochmal fix. Das darfst du mal... Na, das... Nimm dir mal hier... was habe ich jetzt gemacht? In Welt platzieren? Nein. Öffnen. Buntbarsch aus der Pfanne. So. Wo packt er das jetzt? Willst du damit auf Toilette gehen oder was hast du vor? Du bist ja ein Vogel. Du bist mir ein Vogel, aber ganz ehrlich, du bist echt ein ganz komischer Dennis. Bup, weg ist das Ding. Hunger hast du noch, das kommt gleich so. Du möchtest gerne ein selbstsicheres Gemälde beginnen. Das kriegen wir auch hin. So, selbstsicheres Gemälde, obwohl... Jetzt haben wir gerade genug Geld. Aber, nee, wir machen das selbstsichere Gemälde. Das ist doch besser. Du könntest dich auch mal verbessern. Robuste Armaturen. Dass wir da mal vorankommen, dass wir das Haus hier so ein bisschen sicherer machen für die Kinder und so, dass hier nicht immer alles kaputt geht. Das wäre ja ganz praktisch so. Jetzt ist er erstmal eine Runde. Hier, ihr könnt sie natürlich auch an den Tisch setzen, aber das will er anscheinend nicht. Okay, wir könnten generell mal... der kleine Tisch, der reicht eigentlich für die Familie, oder? Ich könnte den Tisch hier in die Küche stellen, aber das ist auch nicht so, das bringt auch irgendwie nichts. Den Stuhl haben wir noch, den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ich meine, wir haben jetzt hier schon echt eine ganze Menge. Wir haben den Grill, mit dem wir wieder was machen könnten. Also ich muss sagen, Familie Wonnenhoff, das geht voran. Jetzt kriegt das dritte Kind das Bad. Ich hoffe, dass es ein Mädchen wird. Und ich kenne jemanden, den möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich grüßen, weil sie ein riesengroßer Fan meiner Let's Plays ist. Ich glaube, du weißt, wenn ich das sage. Spätestens jetzt weißt du, sie wünscht sich so, so gerne ein Mädchen. Sie wünscht sich, und ich hoffe es wirklich. Und ich hoffe sehr, dass es keine Zwillinge werden. Nicht noch einmal. Bitte nicht noch mal Zwillinge. Das wäre jetzt echt nicht notwendig, Freunde. Nee. Aber wir werden auf jeden Fall zusehen, dass wir noch mehr Kinder kriegen. So, wie sieht's bei dir aus? Kollege, du darfst auf jeden Fall dann gleich nochmal joggen gehen, wenn du hier fertig bist, weil du bist mir eindeutig zu fett. Aber wie viele Punkte hast du? Das ist jetzt 985. Was kostet denn so ein Schlanktrank? Selbstsicherheit, Blitzputzer, Stimmungsloser, Insta-Schlank, 750. Das können wir uns sogar gerade leisten. Machen wir aber noch nicht. Wir warten noch ein bisschen. Erst nochmal deinen Barsch auf, in Ruhe, ganz in Ruhe, dass du deinen Barsch schnell aufessen. Ham, yam, 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 lecker, lecker, lecker. So ist gut. Ablegen und go. Jawohl, jetzt macht er sein selbstsicheres Gemälde. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt voneinander. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet, in der dann wahrscheinlich die gute Gina hier ihr Kind kriegt. Schaut auf jeden Fall auch bei meinem neuen Projekt rein, Minecraft Varo Mini. Wenn ihr Minecraft Varo kennt, dann wisst ihr mit Sicherheit, was da los ist. Wir haben uns mit, ich glaube, wir sind 28 Mann auf einem Server zusammengetan und da Varo spielen dort Varo den Spielmodus. Schaut da unbedingt rein, das ist so spannend, auch von meiner Seite. Und auch mit Facecam das Ganze. Also ich würde mich freuen, wenn ihr da auch reinschaut. Hier ein bisschen Cross-Promo von meiner Seite. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hat mich gefreut. Bis dahin. Ciao.